das war ein richtiger Blattschuss. Das war genau das Herz. Krass. Das ist voll. Das ist mittlerweile auch wieder voll. Dann stellen wir mal ein paar Pfeile her. So, dann passt auch wieder ein bisschen Holz ins Inventar. Okay. Du sollst nicht umsonst gestorben sein. Du wirst auch nicht umsonst sterben. Hallo? Sie hängt im Baum. Okay. Schauen wir mal weiter. Oh, Feinde. Halten wir die Augen auf. Erwarten wir Gesellschaft? Croft könnte versuchen, den Gefangenen zu retten. Die Zentrale will, dass alle wachsam sind. Warum töten sie nicht einfach? Er könnte noch etwas wissen. Was ist das? Was zur Hölle? Oh. Ah, shit. Wo ist sie? Feuer frei! So. Ich hoffe, das haben nicht nur mehr Leute gehört. Nee, scheinbar nicht. Sonst wäre jetzt noch Actionmusik. Aber es ist ruhig. Okay, erstmal looten und gucken, was hier noch so rumliegt. Nicht viel, wie es scheint. Da ist noch was. Pilze. Gut. Pilze haben wir eigentlich mehr als genug. Federn haben wir auch. Ja, genau, diese Giftwolkenpfeile, die benutzen wir beinahe zu selten, möchte ich meinen. Was ist passiert? Der Truck war zu schwer. An diesem Ort fällt wirklich alles auseinander. Sollen wir das melden? Okay. Alle parken zusammen und bereiten sich auf den Abzug vor. Gut. Haben wir endlich, was wir wollten? Schwer zu sagen. Konstantin hat nur befohlen, alles vorzubereiten. Was ist das? Okay, der wollte gerade losrennen, hat es dann aber doch sein lassen. Okay. Die haben wir lautlos niedergerungen. Sollen wir bloß gucken, ob irgendwo noch mehr von den Pfeifen rumrennen. Da sind noch zwei. Ist dein erster Feldeinsatz für Trinity? Nein, ich wurde geschickt, um die Insel zu sichern. Crofts Flucht. Hartes Stück Arbeit. Hab gehört, du musstest auf einer mitführen. Ja. Ja, hat sie aber. Wir werden angegriffen. Okay. Die anderen sind, denke ich mal, sonst auch schon so weit tot. Oder sind die noch Feinde? Nee, das scheint es gewesen zu sein. Cool! Ich glaube, das war das erste Mal, dass wir das wirklich einigermaßen lautlos hinbekommen haben. Krass. Cool. Gefällt mir sehr. So, jetzt rennen wir mal hier noch alles ab und gucken. Oh. Ich habe gerade eine Stimme gehört. Verdammt, zu früh gefreut. War doch noch einer am Start. Naja, gut, okay. Aber den Rest haben wir. Da haben wir wieder mit den Pfeilen. Aber vorher gucken wir noch alles ab hier. Haben wir noch Pfeile? Können wir gut gebrauchen. Gucken wir mal, was hier oben noch so auf uns wartet. Gibt's hier was? Okay, nur so. Da hinten scheint auch nichts zu liegen weiter. Ja, dann. Oh, ein Hase. Pack. Mitgenommen. So. Dann schauen wir mal. Da rein hier droschen. So, da auch noch hin. Und der letzte da oben. Okay. Können wir hier auch hoch.
Sehr schön. Was ist dort passiert? Die Brücke ist eingestürzt. Sieht aus, als müssten wir den Rest der Fracht ausfliegen. Hoffentlich ab. Okay, das waren die beiden. Aber das werden wahrscheinlich nicht die einzigen gewesen sein hier. Der Angriff auf das Observatorium. Ja, wir haben den Atlas. Sie haben ihn zur Wetterstation gebracht. Warum dort? Keine Ahnung. Ich habe über Funk gehört, dass Anna den Zugang zur Kuppel finden will. Da haben wir noch zwei. Wie der Atlas zu deuten ist. Ich weiß es nicht, aber sie haben befohlen, alles zusammenzupacken. Also dürften wir bald abziehen. Okay, dann machen wir erstmal die Beine da hinten. Oh shit. Okay. So, dann bauen wir uns mal ein Bäumchen. Okay. So. Das war der. Aber irgendwie ist noch Actionmusik, also irgendwo müssen noch Feinde sein. Okay. Na, zeigt euch mal. Ich will, dass die nervige Musik aufhört. So, hier hinten haben wir noch den. So, mal gucken. Vielleicht hier? Nee, ist Ende im Gelände. Hier am Tor. Ja, da hinten ist einer. Der hat jetzt viel Munition verbraucht, der Gute. Gut, okay, so viel dazu. Die mal mit den dusseligen Funkgeräten. Die will ich nicht haben. So. Mal gucken. Anna muss in der Nähe sein. Okay, die Schlangen-Anna soll in der Nähe sein. Ein Stempel für offizielle Trinity-Schreiben. Die werden heute kaum noch benutzt. Ja, so richtig kann ich da nichts lesen. So, mal gucken. Was können wir denn so pimpen hier? Erstmal Fähigkeiten. Ein Punkt zu vergeben. Weil, sagt Kämpfer, immer noch bloß das Adrenalin. Gut, das ist mir wurscht, gelinde gesagt. Napalmpfeile. Pfeilkletterer. Drücken Sie im Sprung F. Um im Sprung Breitblattkletterpfeile in weiche Holzoberflächen zu rammen. Aha. Klingt eigentlich ganz gut. Wer weiß, vielleicht brauchen wir das mal. So, und Waffen. Die gute Pumpgun. Gut. Reicht nicht ernst. 15 bräuchte ich nur. 16 bräuchte ich nur. Übergangskonus. Was bringt das denn Schaden? Okay. Was wäre das? Rückstoßstabilität. Na ja, gut, da ist drauf gepfiffen. Die Pistole, können wir die eigentlich mal ein bisschen aufwerten? Weil die hat eigentlich erweitertes Magazin. Verbesserte Auswerfer, die Schussfrequenz. Ne, wenn, dann würde ich auf Schaden gehen. Tatsächlich so. Okay. Judy, dann haben wir das soweit. Und dann gucken wir mal weiter. Wir müssen den Jonah retten. Er hat tatsächlich was gesehen. Nur was?
gehen wir hier an Land. Boah, du Arsch. Jetzt reicht's mir. So, heilen. Und hoffen, dass sie das von selbst erledigt hat. Ah, fast. Was war mit ihm los? Meine Herren, was ist denn das? Echt jetzt? Krass. Ey, cool. Eine Sowjetkiste. Die hört uns. Komm. Geh auf. So, was haben wir hier? Vollautomatikflinte. Ja, schön. Wir haben 100.000 verschiedene Flinten angefangen hier mit den Teilen. Aber nichts zu Ende geführt. So, schön looten. Uppala. Dich hatten wir schon, oder? Ja. Hatten wir dich schon? Nein. Okay. Da steht noch eine Kiste. Ja, die gibt's ja aber häufig. Mein lieber Mann. So, gucken. Zweiter Teil von der Kipplaufflinte. Gucken, Feinde. Nee, gerade keine. So. Warte mal. Mal ein bisschen Munition herstellen. Da machen wir auch mal neue. Und hier machen wir auch noch was. So, und dann können wir das mitnehmen. Na, läuft doch. So, wo müssen wir hin? Hallo? Da hinten. Okay, hier wahrscheinlich die Treppe hoch. Hier haben wir ein Helipad. Oh, nichts Interessantes steht. Das macht nichts. Wir suchen uns was Interessantes. Da haben wir einmal Gequatsche. Hier haben wir noch ein Kistchen. Das gönnen wir uns. Ein Anhänger. Nein, eine moderne Reliquie. Im Innern ist ein kleiner menschlicher Knochen. Sankt Peregrin. Mhm. Hört sich an wie ein Hobbit oder ein Zwerg. So ähnlich wie Togrin. Hört sich auch an wie ein Zwerg. So. Wir stehen jetzt am Scheitelpunkt einer neuen Welt. Die göttliche Quelle wurde gefunden. Croft lebt zwar noch, konnte aber neutralisiert werden. Nur Anna wird mit jeder Stunde schwächer. Ihre Stimme, die mich mein Leben lang begleitet hat, versagt langsam. Ich habe sie gefragt, ob sie sich an die Nacht erinnert, in der Gott Sinn in meine Hände ritzte. Die Nacht meiner Auserwählung. Sie sagte ja. Und sie lächelte und sagte, dass wir wieder solche Nächte haben würden, wenn diese Qual vorbei ist. Für sie bleibe ich stark. In der alten Stadt werden wir die göttliche Quelle finden. Ich werde meine Schwester retten. Und zusammen retten wir die Welt vor sich selbst. Okay, macht das mal, ihr Spinner. Aber da haben wir auch noch ein Wörtchen mit zu reden. So, mal gucken. Da geht's hoch. Hoppala. Na, das üben wir nochmal. So. Zack, hier rüber. Und da hoch. Und jetzt kommen bestimmt gleich wieder Feinde. Vorher gönnen wir uns noch diese Küste. Eine Patronenhülse, die aber irgendwie seltsam wirkt. Sie wurde auf Hochglanz poliert. Und graviert. Samt Trinity-Symbol. Okay. So, mal gucken. Was gibt's hier alles abzustauben?
Hallo? Gibt's noch eine Memo? Na? Ich sterbe nicht in diesem gottverlassenen Tal. Mein Glaube ist stark. Mein Wille ist stark. Auch wenn mein Geist weiter wandert. In unsere Jugend. Konstantins und meine. Er war ein schwieriges Kind. Immer neugierig, immer fragend. Ängstlich, was die Zukunft bringen würde. Ängstlich, nie seinen Lebenszweck zu finden. In der Nacht, als ich ihm die Zeichen einritzte und in sein Ohr flüsterte, habe ich ihn erschaffen, ihn gerettet. Er hielt es für das Werk Gottes, wie ich gehofft hatte. Jetzt muss er mich retten. Und wenn er das nicht schafft, rette ich mich selbst. Oh weia, die ein Ding zu rennen. Mein lieber Gott. Okay. Und gleich die nächste Notiz. Hier wird gesabbelt in einer Tour. Gönnt's euch. Ich weiß nicht, ob du mich hörst, Lara. Aber ich versuch's weiter. Irgendwas passiert da draußen. Ich bin auf einen Baum geklettert, um das Tal besser zu sehen. Das sind alte Gebäude und irgendwas ist los. Anscheinend haben sie Helikopter und bringen Ausrüstung rein. Es muss Trinity sein. Das ist die einzige Erklärung. Sie sind uns doch noch zuvorgekommen, was? Ich beobachte sie seit ein paar Stunden und mache Notizen über ihre Patrouillen. Mit dem richtigen Timing sollte ich vorbeikommen. Du warst immer besser bei sowas als ich. Wenn du da draußen bist und mich hörst, bitte, bitte sei vorsichtig. Tja, der arme Jonah. Dem werden wir jetzt mal gleich retten gehen. Hier haben wir alles abgegrast, wie es scheint. Na, komm schon, Mädel, kannst du besser. Jo. Unten ist er. Das heißt, jetzt werden wir uns mal einigermaßen beeilen. Bin natürlich am liebsten nie was liegen lassen, aber dem Jonah müssen wir doch schon recht fix zur Hilfe kommen. Oh, Baller. Okay. Und zack. Und weiter. Zack. Rum. Oh, wo geht's denn jetzt lang hier? Komm. Oh, ui. Okay. Okay, hier kommen wahrscheinlich gleich Feinde. Sonst gäbe es hier keine Pfeile für Umme. Da drüben. Gut, das war ein Headshot. Bläh. Na komm schon, hoch mit dir. Okay. Uhu. Jawohl. Und gleich weiter. Sehr, sehr unauffällig. Spätestens jetzt wissen alle Bescheid.